Longest Drive ist ja ein Format, das man auf Plätzen häufig auch spielt, wenn man privat unterwegs ist. Es geht darum, den längsten Schlag zu vermessen. Wir haben das Ganze hier indoor in den Käfig eingebaut, sodass man ganz nah dran stehen kann, als Zuschauer von außen zugucken kann. Den Leuten macht es halt riesen Spaß, auch selber ein bisschen aktiv zu werden, weil man ja sonst den ganzen Tag zuguckt, mitfeiert, aber man möchte dann auch selber irgendwann mal wieder ein paar Schläge machen. Altersgemäß und leistungsgemäß habe ich Weitschlag. 234,5. Um die 200 Leute kommen. Wir nehmen uns natürlich auch so um die 5 Minuten pro Spieler Zeit. Für so ein Longest Drive sind es halt eigentlich 3 Werte, die man sich sehr gut anschauen kann. Die Weite, klar. Dann will natürlich jeder seine Clubhead Speed wissen. Die ist wichtig, wenn man sich Schläger kaufen möchte. Und dann Smash Vector, ganz wichtig. Und man kann halt sehr schön daran sehen, wie effizient habe ich geschlagen, wie gut habe ich Energie auf den Schläger rübergebracht. Es ist erstaunlich, wie die Mädels weit schlagen können. Und ich bin auch begeistert, wie die toll putten. Und die Stimmung ist natürlich grandios. Also hier in diesem Truck zeigen wir ca. 60 Demos zu dem Thema Big Data, begrüßen den Kunden und führen ihn dann in verschiedene Szenarien ein, wo es uns darum geht zu zeigen, was tatsächlich heute bereits möglich ist. Also es war ein super Eindruck, was man mit Technologie heute machen kann. Man kann super gut entdecken, wo man Big Data verwenden kann. Man braucht überhaupt keine Vorkenntnisse. Die Golfbesucher sind erstmal erstaunt, weil sie die SAP in diesem Kontext eigentlich noch nie gesehen haben. Also ich habe SAP irgendwie so als Softwarelösung kennengelernt und wusste nicht, dass es so realitätsnah ist, dass man quasi auch als nicht IT-Spezialist damit umgehen kann. Ich würde mich freuen, wenn morgen noch ganz viele Leute vorbeikommen, alle hier nochmal ihren Longest Drive versuchen und toi 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 für Team Europe.